und nicht zu duldende Täter-Opfer-Umkehr, die Sie tun. Sie machen das gleich wie dieser ARD-Mitarbeiter in Deutschland, der im Übrigen dann vom Sender geflogen ist. Sie stellen sich hin und sagen, Donald Trump ist selber schuld, dass er Opfer eines Attentats geworden ist. Jede Frau ist selber schuld, dass sie vergewaltigt wird. Jeder Bankdirektor ist schuld, dass man seine Bank ausraubt, weil er halt zu viel Geld hat. Deswegen brechen Arme ein, weil sie sein Geld wollen. Das ist genau die Strategie. Sie stellen sich heute hin und sagen, Donald Trump ist bekannt für markige Sprüche, er ist ein Populist, manche sagen, er ist ein Demagoge, also ist er selbst schuld, dass immer mit einer Kugel auf Linsal ins Ohr geschossen wird. Genau das sagen sie jetzt bei der Gelegenheit. Das ist falsch, Herr Dr. Bormena. Donald Trump hat bei all seinen politischen Äußerungen, wie Joe Biden, wie Kamala Harris, wie die Clintons, egal, da nehme ich niemanden aus, für niemanden Anlass geboten, dass man auf einen Gewalt ausübt. Auch nicht Robert Fico, ja, den man dann plötzlich zum Linkspopulisten werden hat lassen, nachdem er gesagt hat, 5 Jahre lang, er ist der rechtspopulistische Diktator der Slowakei. So, also hören wir doch endlich auf, nur aus einem gewissen ideologischen Blickwinkel Gewalt zu dulden oder zu relativieren. Das ist doch ein Schwachsinn, Herr Dr. Bormena. Es sind genau diese Worte, die Sie auch wieder gefunden haben. Er ist gotteslästerlich, wer ein Mensch, der so ein unchristliches Leben führt, kann sich doch nicht auf Gott berufen. Ich möchte Ihnen jetzt einmal biblisch antworten, Herr Dr. Bormena. Den Spalt sehen Sie im Auge des anderen, den Balken vor Ihrem eigenen Hirn sehen Sie nicht. Das kommt im Übrigen aus der Bibel, die Sie nicht einmal kennen. Sie Sonntagskatholik. So, und jetzt kommt man dann daher und sagt, naja, man liefert wieder den Grund, dass man auf Donald Trump Gewalt ausüben kann. Es war Joe Biden, der gesagt hat, wenige Wochen vor dem Attentat auf Donald Trump, man soll Donald Trump ins Fadenkreuz nehmen. Fragen Sie Ihren Jagdkollegen, den Herrn Babler, was das bedeutet, wenn man einen Menschen oder ein Tier ins Fadenkreuz nimmt. Das ist das Zielfernrohr auf dem Gewehr, das sogenannte Fadenkreuz. Wird geliefert von Swarovski im Übrigen, wenn Sie das genau wissen wollen. Das ist eine gewalttätige Sprache, eine vogelfrei erklärende Sprache, wo man jeden politischen Mitbewerber sagt, knallzen ab, weil er ist ja ein unwertes Leben, er ist ein Tyrann. Und in Amerika ist genau das passiert, dass die linken Medien gesagt haben, Donald Trump ist ein Tyrann, Donald Trump ist ein Diktator. Und natürlich ist es daher menschlich legitim, einen Diktator zu töten. Entschuldigung, wir haben jetzt gerade ein Jubiläum gehabt, 80 Jahre Stauffenberg-Attentat. Ich habe es immer für legitim gefunden, so, dass Stauffenberg einen Tyrannen ermorden will. Schlussfrage, Gerald. Ist er ein Volksheld jetzt? Wird er aufgrund des Attentats die Wahl gewinnen? Na, er ist voll mal Wunder. Er ist ein Wunder. Er ist der überlebende Märtyrer. Märtyrer sind per se tot. Wer sonst war, das keine Märtyrer, logischerweise. So, das heißt, er hat ein Ohrenmartyrium erlitten, hat überlebt, und zwar auch nur durch einen Zufall, weil er seinen Kopf in dieser Hundertstelsekunde geschwenkt hat. Sonst hätte ihm der Attentäter genauso wie John F. Kennedy den Hinterkopf weggeblasen, um diesen Vergleich zu bemühen. Das ist ungefähr dieselbe Einschussstelle gewesen im Übrigen. So, und er hat dieses Attentat auf ihn überlebt. Und weil alle behaupten, das wird ja irgendwann verblassen. Ich habe mir gestern die amerikanischen Medien ein bisschen nach meiner Rückkehr aus Frankreich angesehen. Die erste Hälfte war natürlich Biden, Kamala Harris, und die zweite Hälfte war der Auftritt der Secret Service Direktorin vor dem Senat, die dann erklären hat müssen, wie es überhaupt auf ein Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen kommt. Natürlich ist das ein Turbo. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Schlussfrage. Alles drin in einer App. Die neue OE24-App. Mehr News. Mehr Sport. Mehr Stars. Jetzt die neue OE24-App downloaden und 1.000 Euro gewinnen.